Ja, heul doch. Lasst mich am Leben. Bitte, ich habe eine Frau. Bitte, tu das nicht. Ich mache auch alles, was ihr wollt. Aber bringt mich nicht um. Oh Gott, oh Gott. Einen schönen Gruß von Don Clement. Oh. Verdammt. Alter. Verdammt, Scheiße, das wird dir noch leid tun, du Arsch. Wichser. Henry, okay. Alles okay? Wo hat's dich erwischt? Scheiße. Gar nichts ist okay. Er hat mir ins Bein geschossen. Schöne Scheiße. Ich mag den Kopf geschmissen. Du blödest ja wie ein Schwein, verdammt. Nicht zu El Greco. Dem scheiß Maler? Nein, dem scheiß Arzt, du Idiot. Okay, ganz ruhig. Wir bringen dich gleich hin. Der Grieche. Er wohnt in Heilbrook. Los, Mama mia, du bist ja schwerer, als du aussiehst. Scheiße, und jetzt müssen wir uns hier noch freischießen. Oder? Das Schwein hätte mir fast die Eier weggeballert. Ach was? Der Schuss ging meilenweit daneben. Vorsicht! Das tut weh. Hör auf zu jammern, bitte! Sonst lass ich dich will nicht sterben! Scheiße! Scheiße! Das für Schuppen bricht zusammen! Ich bitte weg! Oh, verdammt! Der erste Mord an mich. Das Schwein hätte mir fast die Eier weggeballert. Ach was? Der Schuss ging meilenweit daneben. Und hier runter. Fahrstuhl ist kaputt. Nein, Vorsicht! Bitte, ich will nicht sterben! Los, ich lass dir dein Hirn raus. Voll die Fresse weg. Schnell. Oh, Scheiße. Jetzt muss ich Gas geben. Wenn ich draufgehe. Hey, 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 sag sowas. Das ist nur ein Kratzer. Der Doc flickt dich im Handumdrehen zusammen und dann gehen wir einen heben. Nein, wirklich. Sei lieber still, dann sparst du deine Kräfte. Habe ich mal in einem Film gehört. Ach ja. Was ist mit dem Mann im Film passiert? Zeit, okay. Ich habe keinen Zug. Ah. Wie weit ist es denn überhaupt? Ach du Scheiße. Mann, du fährst ja wie meine Großmutter. Halt's Maul, verloren. Abschütteln. Ich fahr so schnell ich kann, verdammt. Das ist aber nicht schnell genug. Mach dich locker, Mann. Ich habe ein Mordsloch im Bein und du sagst, ich soll mich locker machen? Fahr mich zu El Greco, verdammt. Hey, Vito, gib Gas. Henry schwitzt schon wie eine Hure im Beichtstuhl.
Ich fahr schneller, wenn du endlich die Klappe hältst. Ein Umweg. Also, wer ist der Typ eigentlich? Welcher Typ? Der, zu dem wir Henry bringen. Herr Greco? Ein Arzt. Gib ihm ein paar Kröten und er fliegt dich zusammen. Ohne lästige Fragen. Zu dem Kerl geht man, wenn man nicht ins Krankenhaus kann, du Genie. Warum sollte man nicht ins Krankenhaus können? Wenn du im Krankenhaus mit einer Kugel im Leib auftauchst, rufen die doch sofort die Bullen. Ja. Und El Greco arbeitet für viele Jungs aus unserer Branche. Du wirst ihn aber wohl nicht brauchen, Vito. Bei dir verreibt es immer sehr schnell. Muss an deiner Ernährung liegen. Hey Henry, nicht einschlafen, halt durch. Ja. Halt durch, Kumpel. Wir sind gleich bei El Greco. Ich kann jetzt schon das nur flach riechen. Alter, 3 Sterne. Scheiße. Ausweg. Krakelt ein bisschen. Schild wurde eh nicht mehr gebraucht. Also noch flieht. Beeil dich. Noch ein Viertelfrist. Ich glaube, die sind gleich da. Kann die Karre nicht schneller? Vito, das ist das Haus. Park direkt davor. Schafft. Greco, der Arzt? Nein, ich bin El Greco, der scheiß Maler. Unser Freund braucht Hilfe. Er verblutet. Danke, Doc. Sie haben was gut bei uns. Schafft ihn rein. Macht schon. Wartet. Hier für dich, für den Job. Nimm es. Das kann doch warten. Na gut. Hey, danke für alles. Halt die Ohren steif. Nur ein Kratzer. Ich bleib bei Henry. Wir treffen uns dann bei mir. Gut. Was? 2000 habe ich gekriegt? Geil, das ist mal was. So, du hast genug Geld, um die Schulden deines Vaters zu tilgen. Such den deine Schwester. Mach ich. Am besten da beim Berg habe ich Autos gesehen. Lassen wir mal das Auto wechseln. Weil die Nummernschilder werden gesucht. Da stehen Autos. Gerade die Polizist an uns vorbeigefahren. Und dass er uns nicht gesehen hat. Ab zur Schwester. Die Schulden bezahlen. Na, als will. So, links. Ich habe einen Unfall, Krankenwagen. Dass wir hier nicht belangt werden, nur auf der falschen Seite fällt. In der richtigen Stadt ist 30 erlaubt, ey. Hier 40. Jetzt.
Schon vorbei? Natürlich. Hier, Scaletta. Vito, hey, wie geht's dir? Nein, nein, ich bringe euch nur das Geld, um Papas Schulden zu zahlen. Oh, Vito, das ist toll. Ich wollte sehen, ob ich's nicht in Raten abstottern kann. Ein bisschen was habe ich schon zusammen. Er würde uns doch nichts tun. Da wäre ich nicht sicher. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Wo hast du das viele Geld her, Vito? Du hast doch nichts getan, was dir leid tun müsste. Hey, keine Sorge. Alles bestens. Danke, Vito. Danke. Schon okay. Ich hau wieder ab. Ich will nicht, dass Mama mich sieht. Sie wird auch fragen, woher das Geld ist. Keine Angst. Ich lass mir was einfallen. Okay. Yeah, geil. Gib ihr einen Schuss von mir. Pass auf dich auf, Vito. Haben wir das auch gemacht. Wieder 2000 Dollar weniger. Ab nach Hause. Auch anstrengend. Wie kann das denn offen? Hey, du Klos, das ist okay. Zack. Unser Auto wieder hier drin? Ja, gut. Oh mein Gott. Aber ich frage mich wirklich, ne, warum fängt hier schon der dritte Stock an? Tür zu. Das gehört sich so. Jetzt mal eine Cola und dann schlafen legen. Muss ja nicht immer mal ein Bier trinken, ne? So. Jetzt pennen. Kapitel 6. Gut genutzte Zeit. Little Italy, 26. Februar 45. Vito Scaletta? Ja? Was wollen Sie? Ich verhafte Sie wegen illegalen Verkaufs von staatlichen Rationsmarken. Mitkommen! Einer von der Tankstelle hatte mich verpfiffen. Sie haben Mama so lange zugesetzt, bis sie verraten hat, wo ich bin. Aber sie wussten nicht, für wen ich arbeite, und ich hielt die Klappe. So ein Scheiß. Henry besorgte mir über Don Clementi einen Anwalt. Ich saß schwer in der Scheiße. Obwohl, wenn die Bullen wirklich über mich Bescheid gewusst hätten, wäre es noch schlimmer gewesen. Als besonders schwerwiegend, angesichts der Tatsache, dass sie den Staat um Ressourcen betrogen haben, zu einer Zeit, in der unser Land sie am dringendsten benötigt. Mr. Scaletta, Sie als hochdekorierter Kriegsveteran. Der Mann war gut, aber nicht mal er konnte mich rausbauen. Der Fall war von Anfang an klar. 3 Monate später wurde das Urteil gefällt. Vittorio Antonio Scaletta. Für Ihre Straftaten gegen die Bürger dieser Stadt und dieses großartigen Landes verurteilt Sie dieses Gericht hiermit zu 10 Jahren Haft in einem Bundesgefängnis. Was? 10 Jahre? Kommt. Ja. Ah, toll. Ja.
Bundesknast. Diebe, Mörder, Kinderschänder, hier war alles vertreten. Der Abschaum der Menschheit. Los, in einer Reihe aufstellen! Bleibt genau hinter mir! Und bloß keine Dummheiten! Na scheiße. Ich bin im Knast. Nu? Dead Man Walking. Zehn Jahre. So scheiße. Los, jetzt weiter. Willst du Ärger machen, du Hurensohn? Tut mir leid, ich muss es. Nicht sprechen unsere Sprache. Ich bringe sie dir bei. Was ist los? Gefällt dir das, du perverses Schwein? Los, ich bin auf die Reihe. Hey, Blödmann, ich sag's nicht zweimal. Ab in die Reihe. Ah. Vorwärts. Das Polizisten das dürfen, ey. Bleiben und rechts um. Da ist rechts. Sperrt die Lausche auf, ihr Arschlöcher. Mein Name ist Captain Terence Stone und das hier ist mein Gefängnis. Ihr seid hier drin gelandet, weil ihr keine Ahnung davon habt, wie man sich draußen anständig benimmt. Natürlich. Damit eins klar ist: Euer Arsch gehört ab jetzt mir. Und ihr macht, was ich sage, oder ihr werdet es bitter bereuen. Wenn mir einer von euch dumm kommt, wird er sich wünschen, er wäre nie geboren worden. Ihr seid hier, damit euch jemand zeigt, wie man ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft wird. Und das machen wir. Okay, ihr Arschlöcher. Wir nehmen euch jetzt die Handschellen ab. Und dann schrubbt ihr euch mal den Grind vom Leib. Und jetzt im Gänsemarsch mir nach. Ab in die Dusche. Bloß nicht die Seife fallen lassen. Willkommen beim Friseur, Ladies. Ihr werdet gleich verflucht scharf aussehen. Hey, ich auch? Bei mir kann man nichts mehr abrasieren. Halt's Maul, Glatzkopf. Zehn Jahre. Okay, Abmarsch. Hey, du Saftsack, tu, was man dir sagt. Was die Wachen sagen, und geh den Flur entlang. Hör zu, Süßer. Wenn du nicht tust, was man dir sagt, stecken wir dich ins Loch. Mir nach. Bin doch schon im Loch. Sind wir hier bei den Verurteilten oder was? Das ist hier die Green Mile. Willkommen im Trautner. Rein mit dir. Licht aus! Und keinen Mutz, ihr Arschlöcher! Sonst lernt ihr mich kennen. Scheiße. Alter, ich krieg den Tankwart. Das sag ich euch. Mein Zuhause für die nächsten 10 Jahre sah scheiße aus und roch nach Pisse. Da hätte ich mir noch lieber in Europa ja, die Kugeln umgebracht. Wenigstens habe ich einen Freund. 3 Tage später. 3 Tage lang geschah nichts. Dann erhielt ich die Nachricht von Joe, ich solle einen gewissen Leo Galanti kontaktieren. Er könnte mir hier drin helfen. Ohne Freunde überlebst du hier nicht lange. Wer ist dieser Joey Galanti? Maßnahmen nicht aufgeschlossen.
will zu Leo Galanti. Hey, verpiss dich gefälligst. Hast du Geld gesehen? Entschuldigung, wo ist Leo Galanti? Ich hab dir nichts zu sagen. Du packst das nicht, Junge. Hör nicht auf die Ärsche. Du schaffst es, das weiß ich. Hey, ich muss mit Leo Galanti reden. Welcher ist denn das? Zieh Leine, bevor ich sauer werde. Ich muss noch 1876 Tage. Hey, ich suche Leo Galanti. Weißt du, wo er ist? Ach, der alte Knacker, der den ganzen Tag Schach spielt. Ah, okay, danke. Ihm ist sehr nett. Oh Mann. Kannst du mir den Scheiß Gollum ist auch da. Den kenne ich doch. Du bist der Ithaka, der mit Barbaro bei dem Juwelier war. Wegen euch sitze ich in diesem Drecksloch. Nein, du sitzt, weil du ein bescheuertes Arschloch bist. Wisst ihr was, Jungs? Meine Ma hatte recht. Es gibt einen Gott! Der hat dich hergeschickt, damit ich dir heimzahlen kann, du Dreckskerl. Und zwar mit Zinsen! Gar nicht mal so schlecht. Wie wär's mit der Wette? Ja, alle Knochen speichern. Komm schon, du dämliche Affe! Ich Spaghetti-Fresser-Arsch auf! Nochmal, nochmal. Als ich deiner Mutter eine Kartoffel in den Arsch geschoben habe. Schlag ihm die Zähne aus! Scheiße. So eine Schwuchtel wie dich verputze ich zum Frühstück. Hattest du ein paar. Ja, immer zweimal macht er. Mach ihn kalt, Oni! Mach ihn fertig, Oni! Tritt ihm den Schädel ein! Yeah, reiß ihm seinen Spaghetti-Fresser-Arsch auf! Schlägt immer zweimal zu. Guter Rhythmus. Bam, 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 bam. Oh, Scheiße. Schlag ihm die Zähne aus! Ja, Finale! Oh, Scheiße. Halt ihm den Arsch auf, O'Neill! Komm schon. Mach ihn kalt, O'Neill! Oh, Mann, ey. Er hat in Luft gehauen und nicht mich. Schlag ihm die Zähne aus! Ja,
komm schon. Halt ihn den Arsch auf, O'Neill! Das gibt's nicht. Mach ihn kalt, O'Neill! Mach ihn fertig, O'Neill! Wir müssen weiter hier in die Mitte. Die anderen wollen auch was sehen. Oh, Alter. Auf ihn! Schlag ihm die Zähne aus! Das gibt's nicht. Hier noch. So gut angefangen. Schlag ihm die Zähne aus. Scheiße.